Lina spielt heute mit ihrer Tochter, ihrem Wunschkind. Aber sie hat auch schon einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich. Keine leichte Entscheidung damals. Im katholischen Polen wird auf Frauen, die abtreiben lassen, seit langem Druck ausgeübt. Seit die National-Konservativen regieren, ist nun sogar die Rede von einem völligen Abtreibungsverbot. Das Recht verschärfen? Das wird zu noch mehr Tragödien führen. Ich weiß, was Frauen in dieser Situation bereit werden zu tun. Ich weiß noch, wie ich damals selbst überlegte, mir etwas zu spritzen. Es gibt solche Momente, es ist schwer, das zu erklären, aber ich hätte damals völlig bewusst mein Leben riskiert. Ich konnte einfach damals kein Kind haben. Carolina fühlte sich zu jung und die Beziehung zum Kindsvater hatte keine Zukunft. Aber diese Gründe reichen in Polen nicht für eine legale Abtreibung. Im Internet suchte Carolina nach Hilfe. Doch die Frau, die sie schließlich in einer Klinik traf, entpuppte sich als Abtreibungsgegnerin. Sie hat gesagt, dass sie diese Abtreibung nicht zulassen wird. Am schlimmsten war es im Wartezimmer, in dem hochschwangere Frauen saßen und Mütter mit ihren Neugeborenen. Sie ging hinter mir, schubste mich von einem Kind zum anderen und legte meinen Finger in diese winzigen Händchen. Und vor all diesen Frauen sagte sie vorwurfsvoll zu mir: Na, und? Willst du so ein kleines Baby töten? Auch viele Ärzte verweigern in Polen Abtreibungen. Das strenge Gesetz erlaubt ihnen, den Eingriff aus Gewissensgründen nicht vorzunehmen. In diese Warschauer Klinik kommen deshalb jede Woche mindestens 3 Frauen, für die ein Termin bei Gynäkologe Romuald Debski der letzte legale Versuch ist. Andere fahren ins Ausland. Eine legale Abtreibung in Deutschland ist oft kostengünstiger als eine illegale Behandlung in Polen. Ich versuche seit vielen Jahren, Patientinnen zu helfen, obwohl es manchmal schon ganz schön ärgerlich ist, wenn Frauen aus ganz Polen zu mir kommen, weil ich einfach nicht imstande bin, alle zu behandeln. Die Ärzte, die in Polen legale Abtreibungen ausführen, würden nie eine illegale machen. Ich bin mir dessen bewusst, dass meine Handlungen ständig überwacht werden. Wer keine legale Hilfe findet, sucht sie im sogenannten Untergrund, wie Carolina damals. Ziemlich dilettantisch war das, habe ich später festgestellt. Ich kann mich an keinen anderen Fall erinnern, der so traumatisch war wie meiner. Ich weiß noch, dass ich beim Eingriff selbst irgendwelche Instrumente halten musste. Ich kann mich an ein Eimerchen erinnern. Es war nicht schön. Für solche illegal und medizinisch oft fragwürdig durchgeführten Eingriffe steht symbolisch der Kleiderbügel, früher das Werkzeug der Laien. Ob legal oder illegal, zur Abtreibung raten dürfen sie nicht hier in der Beratungsstelle des Warschauer Vereins für Frauen und Familie. Aber sie weisen darauf hin, was andere Frauen in vergleichbaren Situationen tun. Andere fahren ins Ausland. Sehr beliebt sind die Slowakei oder auch Deutschland. In Deutschland, in Prenzlau, gleich an der Grenze, ist sogar ein polnischer Frauenarzt tätig. Er lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Deutschland. Wir erleben hier viele tragische Geschichten von Frauen. Vor allem jetzt, nachdem das Bürgerbegehren Stopp Abtreibung eingereicht wurde, das ein vollständiges Abtreibungsverbot fordert. Die Ärzte kriegen jetzt schon Angst. Immer mehr auch legitime Abtreibungen finden nicht mehr in Polen statt, sondern entweder im polnischen Untergrund oder in ausländischen Kliniken. Die Angst vor Stigmatisierung wächst. Die Abtreibungsgegner gehen in die Offensive, zum Beispiel mit Schockfotos an U-Bahn-Haltestellen. Wir wollen einfach, dass die Frauen verstehen, was eine Abtreibung ist, dass das ein Mord ist, Töten eines Menschen, wie das aussieht. Das ist etwas, was die Menschen selten erreicht, dass es nicht ein kosmetischer Eingriff ist, sondern dass es ein lebendiger Mensch ist, der das fühlt. Und das Entscheiden über dessen Tod ist kein Spiel. Carolina ist das sehr bewusst, nicht erst seit sie Mutter ist. Aber sie weiß auch, die strengsten Gesetze helfen nicht, wenn eine Frau zur Abtreibung entschlossen ist. Man ist bereit, alles zu tun, um es zu verhindern. Alles. Alles. Für ihre Tochter wünscht sich Carolina vor allem eins: ein Leben, in dem sie frei über ihren eigenen Körper entscheiden kann.